Salam alaikum und willkommen zurück im Abadid-Sultanat, wo momentan noch der Krieg um Breiz hier oben tobt. Und das sieht gut aus. Wir sind 83% haben wir Kriegsstand. Wird natürlich unsere. Laufen wir natürlich Gefahr, hier in Zwei-Fronten-Krieg zu kommen. Beziehungsweise Zwei-Fronten-Krieg ist es ja nicht, aber. Hier oben machen wir uns natürlich angreifbar. Ne? So, da haben wir gewonnen. Sind bei 94%. Vielleicht könnten wir hier irgendwo stürmen. Da auf jeden Fall nicht. Hier könnten wir... Ne, 1300 Mann, das ist auch zu viel. Und hier... nein. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir brauchen nur noch eine Provinz, denke ich mal. Und dann sollte der Krieg entschieden sein. Pereramons Anspruch auf Breiz. Der uns dann ewig dankbar sein dürfte. Sieht gut aus. Und noch was belagert. Und ich glaube, Pidra nehmen wir noch mit. Das gibt ja auch nochmal Geld. Ja. So. Frieden anbieten, Forderung erzwingen. Er hält den Titel Grafschaft Leon und das Kleinkönigreich Breiz. Pereramon sitzt im Gefängnis. Sitzt der im Gefängnis. Und es hat leider nicht das Erhoffte gebracht. Ich dachte, das wird unser Vasall. Da haben wir uns natürlich gehörig geschnitten. Das war nicht so toll. Schade. Naja. Aber wir haben wieder Krieg geführt. Und konnten ein bisschen Geld machen. Das ist unsere Gefolgearmee. Jetzt ziehen wir nach Sevilla zurück und jetzt warten wir noch, dass die 5000 Truppen hier ankommen. Auf dem Weg nach Hause. Können aber noch was durchsetzen. Müssen wir gleich mal schauen. Jetzt mal quälen wir uns hier durch das feindliche Gebiet. So, und die können wir auch auflösen. Ach, hier haben wir auch noch 52 Mann. Die können auch nach Sevilla zurückkehren. Die müssten wir aber umgruppieren. Beziehungsweise hier die Befehlshaber freisetzen. Haben wir hier Befehlshaber? Nein, gut. Obwohl, bei der Gefolgearmee könnten wir mal einen ständigen reinsetzen. Hakam ist der Beste. Mit 63 Jahren. Ja, komm, warum nicht? Warum nicht? So, Kalatjud. Das ist da für Emir Muhammad der Grausame. Aber... Anspruch auf Kalatjud. Da kriegen wir mit den Franzosen wieder Ärger. Ich denke eher nicht. Ich denke eher nicht. So, Sultana, unsere Gattin, hat die Grippe. Kann sich der Hofarzt mal drum kümmern. Scheich Tarik, ein Kind. Ach, das Scheichtum von Granada. Das ist hier. Der hat Krieg gegen uns geführt. Ja, wahrscheinlich der Vater und dann geerbt oder so. Ich weiß es gar nicht mehr.
Er ist ja noch ein Kind. Entzog meinen Titel, das hält noch. Ja, 1268, ist klar. Das wird er wohl nicht mehr los. Tja, sind wir so grausam? Ja, wir sind grausam. Werdet verrotten. Können sowieso mal angucken, was es so bei den Intrigen gibt. Verschwörung haben wir ein paar. Unser Sohn will den Wally töten. Ja, von mir aus kann er gerne machen. Dann brechen wir das andere manuell ab. So, was haben wir denn hier? Abdul Hakam haben wir hier noch. Scheichtum von Caceres und Alcantara. Wollen wir den freikaufen lassen? 70 Gold. Aber dann macht er gleich wieder Stress, ne? Das kennen wir ja schon. Was haben wir hier für einen? Das ist nur ein ganz normaler Höfling. Will irgendwer für den bezahlen? Nein. Tja, wollen wir den laufen lassen? Wollen wir mal gnädig sein? Gebildet, fleißig, tapfer, zornig. Ja, wir sind. Ne, so sind wir nicht. Er wird hingerichtet. Er wurde zerquetscht. Lecker, lecker, lecker. So. Die Frage ist, was sind jetzt unsere nächsten Schritte? Kastilien ist ziemlich zersplittert. Jetzt warten wir erstmal, bis die Truppen wieder zusammen sind. Haben wir noch irgendwelche Technologien? Volkssitten? Sitten der Adligen oder Toleranz? Legalismus. Muss noch eine ganze Zeit lang hin, ne? Akzeptanz, Andersdenken, da kommt nicht in Frage. Vasallen, Volkssitten oder Sitten der Adligen? Nein, wir machen, glaube ich, die Volkssitten. So. Da haben wir das schon mal erhöht. Was ist denn mit Navarra? Mit König Eneko den Dritten? De jure Krieg über Burgos. Und Bourboner Krieg Anspruch auf Navarra. Okay, da läuft noch irgendwas. Da will sich Frankreich hier reinfressen nach Navarra. Pakt hat er nicht. Das heißt, ist ja nur gegen den Herzog. Und dies hier ist kastilisch-navarrischer de jure Krieg über Burgos. Wir sind ja momentan eh am Kämpfen, dann sind wir gegen alle. Navarra, Grafschaft Vizcaya, Navarra, Grafschaft Najera. Boah. Sollen wir es wagen? Heiliger Krieg um Kastilien. Ist nur Grafschaft Burgos. Ich glaube, wir gehen ins volles Risiko und erklären den Heiligen Krieg um Navarra. Nehmen hier unsere Truppen aus. Und schicken die mal hier hoch.
gucken, was er da sagt. Ja, es schließen sich jetzt einige natürlich dem Krieg an, ist klar. Aber das soll uns nicht schocken. Wir drängen auf eine schnelle Entscheidung. Da kämpft der Franzmann. Wir teilen die Armeen und sollten hier natürlich für ein ausgeglichenes Verhältnis sorgen. Und hier sind überhaupt keine drin. Verstehe ich überhaupt nicht. So, jetzt sollten in der anderen auch noch drei sein. Ne, da fehlt einer. Lup, Sanjo. So, jetzt sollte es stimmen. Jawohl. So, die größere Armee ziehen wir natürlich hier hin. Nach da. Und dann wollen wir natürlich gleich da... Ich wollte gerade sagen, die Überlebenden töten, aber... Oh, es sind 6000 jetzt. Sind uns ja jetzt alle feindlich gesinnt, ne? Die 5-7 bleiben hier stehen. Haben wir den Jagdfokus? Stimmt, wir haben den Jagdfokus. Seit kurzem verbreitet sich unter den Bauern und Reisenden das Gerücht, dass ein seltsames mystisches Tier in eurem Reich gesichtet wurde. Es handelt sich um einen weißen Hirsch, mächtig und scheu. Das gemeine Volk behauptet, er stamme aus einer anderen Welt und wer ihn erlegte, der werde von göttlicher Macht erfüllt. Ich muss Leute aussenden, um dieses Tier zu finden. So, dann werden die 5900 da mal eben... 5500 mal eben kurzen Prozess machen. Eventuell könnte ich hier noch sicherheitshalber ein paar Truppen ausheben und auch noch damit hinschicken. Ist jetzt zwar nicht die Welt, aber sicher ist sicher. Gute Nachrichten, O Fürst. Wir haben glaubwürdige Berichte erhalten, dass ein großer weißer Hirsch vor kurzem in der Provinz Leon gesichtet wurde. Sattelt mein Pferd. Oh. Wir müssen hier abbrechen und damit rein. Wie lange brauchen der? Vizcaya? Nein, nicht in Vizcaya, wenn er hier ankommt. Das heißt, wir gehen. Du kannst nicht dahin gehen, würde ich doch sagen. Und dann dahin. Das könnte jetzt heftigst werden. Obwohl, das schaffen die auch so. Bleibt da und belagert weiter. Ich habe es mir überlegt. Das kriegen wir so auch hin. Ja. Schiera d'Este. Ein Italiener. Perfekt. Graf Trevor von Brörek. So, mit euch machen wir gleich kurzen Prozess. Boah, er hat ja auch noch besessen. Umso besser. So, der wurde schon mal ausgeweidet. Und wir haben natürlich hier noch einen Traveur. Grafschaft Brörek. Keine Nachfolger. Zurückgeblieben. Und dafür hat er aber einen guten Kampfwert. Hatte, ne? Ui, der wird abgefackelt. So. Hat sich das dann auch erledigt. Ja, wir haben unseren Truppen zu lange ausgehoben.
Emirat von Valencia erschaffen. So, dann schicken wir die mal eben nach Hause wieder. Können wir dann gleich auflösen. Sonst weinen die wieder rum. So, ihr habt eure Getreuen und eure Jagdhunde versammelt, das Pferd gesattelt und die Waffen vorbereitet. Nun seid ihr bereit. Die Jagd auf den weißen Hirsch beginnt. Hier brauchen wir gar nicht belagern. Marschieren wir jetzt nach dahin. Da sind wir auch nur hingegangen, um... Ja, da hat sich der Franzmann jetzt reingefressen. Während ihr erfolglos die ländliche Gegend durchstreift, stoßt ihr auf ein kleines Häuschen in der Wildnis. Ihr klopft an und ein altes Weib öffnet die Tür. Als ihr euch und eure Jagdgesellschaft sieht, keckert sie ein schauderhaftes Lachen und bietet euch einen mächtigen Trank an, mit dem ihr angeblich jede Beute fangen könnt. Ja, da sind wir zu feige für. Na, ist ja feige. Nein, wir gehen nach Hause, das hat keinen Zweck. Ihr seid zum Hof zurückgekehrt. Die Jagd nach diesem scheuen weißen Tier scheint vergebens zu sein. Aber es gibt noch viele andere Dinge da draußen in der Wildnis. Vielleicht erwischt ihr eure Beute das nächste Mal. Eine eurer geliebten Frauen begehrt die Position der ersten Frau, hat versucht, euch dazu zu bringen, sie in diesen Status zu erheben. Das ist unsere jetzige Gattin, Sultana Safia und Wahida. Nein. Wahida, die Ältere, ist die. Die können wir, meine Meinung, 11. Und die andere hat, meine Meinung, 4. Nein, Wahida ist die erste unter meinen Frauen. So, jetzt bin ich gerade überlegt. Die Jagd scheint sehr uninteressant zu sein, hat jetzt unser Rashid bemerkt und wird sich auf was Neues stürzen. Die Frage ist, gebildet ist er ja nun nicht gerade. Familie, ist er ein Familienmensch? Ja, eigentlich auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich. Die Zecherei lässt sich nicht mit seiner Religion beeinflussen, vereinbaren. Das ist auch nicht das Richtige. Bildung auch nicht. Er wird sich komplett auf die Herrschaft stützen, um das Reich noch mächtiger zu machen. So, die Menschen von Leon haben den sunnitischen Islam angenommen. Wie sieht eigentlich unsere Bekehrung aus? Da wird noch bekehrt, alles klar. Dann belagern wir hier weiter. In der Hoffnung, ein Kleinadliger aus Marrakesch hat eine Woche in Sevilla verbracht und dabei ständig mit seinem Reichtum und seinen Besitzungen zu Hause geprahlt. Er beleidigt die Adligen vor Ort und benimmt sich wie ein Angehöriger des Königshauses. Eure Höflinge sind seiner überdrüssig und bitten euch, Maßnahmen zu ergreifen. Wir sind zwar feige, aber wir sind auch grausam und stur. Wir richten eine formale Beschwerde an Sultan Anaba vom Qasimid-Sultanat. Geehrter Sultan Rashid von Abadid-Sultanat, es beleidigt mich, dass ihr aus einem Reflex heraus meinen Bürgern eine schlechte Kinderstube vorwerft. Habt ihr jemals gedacht, dass es sich dabei um einen Betrüger handeln könnte? Natürlich nicht. Okay, wir lassen das vorerst mal durchgehen. Da sind wir dann doch feige. Kostet uns 200 Prestige, aber so sei es. Okay, Leute, das soll's für heute gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir uns dies hier einverleiben, würde ich sagen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.